Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Warum mache ich sowas? Ich weiß es doch nicht. Hatte ich noch Aufträge? Genau, ich überlegte mich eigentlich, ob ich das hier erstmal alles machen will. Oder ob ich jetzt wirklich schon direkt zur nächsten Hauptquest weitergehen will, weil ich tatsächlich einfach keine Ahnung mehr habe, wie genau die Hauptquest verläuft. Und die ganzen Belohnungen hier könnten ganz nützlich sein. Ich meine, Apfel. Man kann immer ein paar Äpfel gebrauchen, ne? Ist nicht so, dass mein halbes Lager damit voll wäre. Und Gold Ribbon, also Geld. Ja, ne? Nein, die ganzen Fragezeichen-Belohnungen wäre natürlich interessant, ob da irgendwas nützliches bei... Fuck, das war eine Escort-Mission. Okay, aber die beiden sind das hinterher. Ich hätte jetzt keinen Bock, mit dem eskortierten Pokémon im, in den Bossfall zu rennen. Ach, scheiß drauf. Wir machen einfach da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar Quicksand Desert. Ja, nachdem wir letztes Mal gesagt haben, yo, wir sind einmal durch die komplette Wüste gelatscht und ja, haben uns dann hier am Ende gedacht, ja, da scheint nichts zu sein, wir gehen wieder. Haben uns jetzt am nächsten Tag gedacht, ey, lass da nochmal hingehen. Nette Idee. Ja. Wirkt überhaupt nicht wie Zeitverschwendung und so. Ja. Ja, jedenfalls, wir sind uns sicher, irgendwas ist hier. Möglicherweise eine versteckte Muffinfabrik. Jetzt ein Muffin. Und scheiße, wenn ich die Zutaten hätte, würde ich das Video jetzt ausmachen. Also wenn ich die Zutaten im Haus hätte, würde ich jetzt das Video ausmachen und mir Muffins backen. Habe ich gerade tierisch Bock drauf. Egal. Genau. Beste Idee, irgendwas ist hier. Ähnlich wie damals in der Wasserfallhöhle. Lass einfach in den Treibsand springen. Ich meine, in den Wasserfall springen, ja, du knallst wahrscheinlich dahinter gegen eine Wand, wenn da halt eine ist. Und wenn du Pech hast, ertrinkst du halt im Wasserfall. Aber hier in Treibsand springen, ach, was soll schon schief gehen, ne? Bester Plan. So, und tatsächlich, in der Treibsandhöhle. Ach ja, ich hab Drossel dabei. Schwerfisch. Okay. Alles klar. Au. Ich hätte vielleicht irgendwie damit rechnen sollen. Habe ich jetzt aber nicht. Das kommt jetzt doch überraschend für mich. Einfach scheiß Dragoran, Alter. Ich meine, hey, wieder gute Nachrichten. Das bringt unglaublich viele Erfahrungspunkte. Hä? Aber ich hau ab. Ich will hier jetzt schon weg. Dragoran, Milotic sind die ersten Pokémon, die man trifft. Alter, ich will hier raus. Ich will möglichst weit weg. Scheiß die Wand an, das ist nicht cool. Ah, ja, gut. Tu mir einen Gefallen, Dragoran. Das ist auch ein Gefallen. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dreh dich um und geh, weil ich mag Dragoran, deswegen will ich nicht unbedingt umbringen. Aber ganz ehrlich, umbringen und Erfahrungspunkte abstauben ist auch immer eine Option. Guten Tag, Milotic. Können wir das bei dir so ähnlich machen wie bei dem Dragoran gerade? Ja, ungefähr so. Wow! 900 Erfahrungspunkte. Für Skuntank sogar fast 1000. Immer gut, Skuntank ist. Ich glaube, es war die. Die Kurfähigkeit, ne? Das ist mir recht. Altaria, okay. Ziemlich coole Pokémon hier. Drei Pokémon, die ich wirklich ziemlich cool finde. Und wenn man dazu sagen muss, Altaria ist halt sowieso am coolsten in der Megaform. Dieses flausche Ding. Oh Gott, wie geil. Es sind Goldzähne. Das, zumindest glaube ich, dass es im ersten Teil das stärkste Wurf-Item war. Ich habe mir nie die Werte für mich angeguckt, aber ich glaube, es war das stärkste. Ich meine, hey, es ist Gold. Das sagt jetzt nicht viel aus, weil Gold ein ziemlich beschissenes Material ist, außer vielleicht für elektrische Leitfähigkeit, aber... Ey, es ist Gold. Nein, Gold wird ja gerade in Spielen immer so eigentlich voll geil dargestellt. Der Motto, ja, Gold ist das Beste. Es sei denn, wir haben einen Platin-Rang oder sowas. Mir fällt gerade ein, das ist völliger Quatsch, weil gerade in Mystery... Geh mal drauf. Gerade in Mystery Dungeon ist das vollkommener Quatsch, weil ich meine, wir sind jetzt... kann ich natürlich nicht einsehen. Wir sind, glaube ich, jetzt Silberrang, ne? Ihr Retterteam-Rang da Silber. Dann kommt danach Gold... Platin und da gibt es, glaube ich, immer noch 5 weitere Ränge. Im ersten Teil, was zumindest begründet wurde, war der maximale Rang Lucario-Rang.
wenn ich mich richtig erinnere. Das war halt irgendwie, weil der Simsala sagt, yo, der geilste Erkunder aller Zeiten, das war Lucario. Ein Pokémon, welches es in der dritten Gen noch nicht gab, was halt irgendwie cool war, aber... Ja, trotzdem. Jetzt interessiert es mich gleich mal, was der maximale Rang in diesem Spiel ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie nach... So viele Via-Seeds. Ich glaube, es kommt tatsächlich nach... nach Platin-Rang der... Diamant-Rang oder so ähnlich? Keine Ahnung. Das ist so Minim... Achso, ja. Das ist immer das Fake-Item. Noch eine Drake-Scale. Und Grass-Corners. Hab ich ja schon. Oh, das ging jetzt irgendwie schnell. Aber umso besser. Ich bin mir scheiß nervös, was diesen Dungeon angeht. Beziehungsweise das Ende dieses Dungeons. Bin ich gerade sehr froh, dass es eine Zwischenebene gibt. Okay. Verdammt, ich stand voll. Wow. Sehr gut. Ist wieder eine. Das kann ich auch. Aber nur so ähnlich. Zack. Au. So ein Arsch. Plain Seed. Das ist auch geil, wenn man einfach nur so ein Plain Seed irgendwo rumliegen findet. Gyroball? Moment, Gyroball? Hat das hier irgendwie einen anderen Effekt? Okay, das ist. Das ist nicht so nützlich, finde ich, weil Half Speed Status. Ich weiß gar nicht, ob man den sich selbst zufügen kann. Und selbst wenn, das ist halt eigentlich ein negativer Status. Das ist ein Nachteil, deswegen will man das eigentlich vermeiden. Läuft gut, macht jedes Mal. Ich brauche dringend KP. Sun Ribbon, cool. Ich muss mir echt mal irgendwas überlegen, ob ich irgendwie Skuntank mehr KP verschaffen kann. Mir fällt nur leider keine Möglichkeit ein, die nicht cheaten beinhaltet. Ich hab's ja schon gesagt, ich habe irgendwie keinen Bock zu cheaten. Nicht in diesem Spiel. Noch ein Musik-Item. Grass Coronet, schon wieder. Und noch ein Sun Ribbon. Coronet, Coronet. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was ein Coronet ist, aber ist das nicht irgendwie so... Ambert hier, schon die dritten. Ist Coronet nicht irgendwie ein Horn oder sowas? Altes Musikinstrument, Horn. Keine Ahnung. Und da hat jemand ein Item aufgehoben, was irgendwie Stealth Rock hieß? Moment, das kann ich doch nachgucken. Stealth Rock, okay, das war eine TM. Welche Attacke? Ach, Tarnsteine. Ich würde jetzt mal vermuten. Also, die will ich mitnehmen. Das Zeug verkauft sich so gut, ne? Deswegen. Ich gucke jetzt gar nicht nach, aber ich wette, es legt halt nur eine Falle. Genau. Schon wieder Embatiers. Tatsache. Ganz ehrlich, die lasse ich jetzt sogar liegen, weil die kann ich eh nicht... das kann man verkaufen. Das ist zwar wieder das Scheiß-Item, aber trotzdem. So, Embatiers. Brauche ich nicht, habe ich schon 3 Stück von. Und verkaufen kann man sie nicht. Das ist echt schade. Ich meine... Gut, es ist wahrscheinlich eigentlich so ein ultra seltenes Item und so, deswegen... Man will es auch nicht verkaufen. Aber wenn ich so viele davon habe, will ich es verkaufen. Wahrscheinlich ist es so ein Item, was man eigentlich nur von einem Boss droppt oder sowas. Was ist das? Mehr X-Ray-Specs. Kann man nie genug von haben. Und die ganzen Via-Seeds brauche ich eh nicht. Wobei... Die könnte ich natürlich eigentlich dem Gegner in den Kopf schmeißen, ne? Ich bin gerade sehr enttäuscht irgendwie so, weil... Ach du Scheiße. Ah, okay. Komm, ganz ehrlich, Dragon Scales brauche ich auch nicht. Ich habe ja auch schon irgendwie 3 oder 4 Stück von. Gaggle Specs, Amber Tier. What the fuck, Alter? Items randomizen ist ja schön und gut, aber irgendwie finde ich trotzdem die ganze Zeit denselben Scheiß. Ah, wobei ich habe nie hinterfragt, was Items randomizen genau bedeutet. Ist natürlich möglich, dass jetzt wirklich, weiß nicht, alle Siedelbeeren wurden durch Ember-Tiers ausgetauscht oder so ähnlich. Wir sind schon da. Wow, das ging jetzt irgendwie sehr schnell durch diesen Dungeon. Wir haben es gefunden. Sieht eigentlich auch wieder ganz nice aus. So eine schöne unterirdische Höhle. Und da hinten leuchtet was.
Genau, das sieht ähnlich aus wie am Nebelsee. Also haben wir vermutlich einen Zahnrad der Zeit gefunden. Voll geil. Und wer hätte gedacht, es gibt einen Wächter. Ah, okay, es war Vesprit. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Vesprit oder Tobuz hier sitzen. Und natürlich will es kämpfen. Wie mache ich denn das am geschicktesten? Kann ich... Ich überlege, ob ich Trasler irgendwie nach vorne stellen kann, weil Trasler eine Geisterattacke hat. Ich könnte so machen. Das ist natürlich insgesamt sehr unpraktisch. Weil jetzt Vulcano scheiße steht. Kann ich... Oh, ich dachte, nee, das funktioniert nicht. Ich müsste jetzt Trasler irgendwie sagen können, geh mal rechts von mir da auf die Seite. Kann ich aber wirklich nicht. Das bedeutet, ich könnte natürlich Vulcano komplett aus dem Kampf rauslassen. Okay, erstmal Moves umstellen. Das ist jetzt das Wichtigste. Vulcano hat natürlich Business auch gut. So, Shadow Ball dürfte eine Menge Schaden machen. Ich mach's einfach mal so. Ja, kann man machen. Damage was fixed a certain amount. Was? Dein Schaden wurde gefixt? Warum? Und worauf? Auf 500! Ich schmeiß jetzt erstmal einen Schlafsamen an den Kopf, denke ich. Mhm. Ach, ganz ehrlich, jetzt hau ich glaube ich einfach drauf. Was soll schon schief gehen? Poison Jab! Oh, das wusste ich übrigens auch nicht. Gegner können schlafen. Also in diesem Spiel können Pokémon mehrere Statuseffekte haben. Schlaf und Gift, das ist ein bisschen... Also es klingt ein bisschen overpowered. Ich weiß nicht, wie overpowered das wirklich ist, aber es ist ziemlich mies. Welp. Mesprit got owned. Ja, wir dürfen das Zahnrad nicht mitnehmen. Wir wollen das scheiß Zahnrad gar nicht mitnehmen. Ja, aber Selfa hat gesagt, Schnauze. Ah, und guck mal, welch Zufall. Der Typ, der das Zahnrad tatsächlich klauen will, ist auch hier. Ja, ne? Ich habe übrigens nie ganz verstanden, warum Reptane jetzt das Vesprit umgehauen hat, weil das war schon am Arsch quasi. Wir haben es ja bereits besiegt. Der hätte wahrscheinlich einfach außen rumgehen können. Ja, gut. Viel interessanter finde ich, Selfe hat Vesprit gewarnt. Okay, das ist gut. Aber scheinbar hat Selfe nur gewarnt, ja, jemand wird kommen, um das Zahnrad zu stehlen. Wie wäre es, wenn du gesagt hättest, dass es ein Reptane ist? So wie es der Gilde zum Beispiel mitgeteilt wurde? Klingt irgendwie nach einer relevanten Information. Das ist halt wieder mal hier ein Kampf, der komplett hätte erspart bleiben können. Also uns erspart. Reptane wohl nicht. Away. Wir haben den Kampf ja Reptane erspart, weil Selfe Informationen falsch geteilt hat. Also wirklich. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre. So gibt es mehr Bosskämpfe. Finde ich auch gut. Mir fällt gerade ein, ich müsste eigentlich mal wieder ins Hauptmenü gehen, weil ich gucken will, ob da auch die kleinen Bildchen sind, wie viele Bosskämpfe man schon hat. Wie im ersten Teil. Weil das fand ich ziemlich cool. So. Ja, wir suchen weiter nach Reptane. Das weiß, ob ich das vierte Zahn hat, ne? Was ich auch interessant finde, was ich an der ganzen Sache ziemlich interessant finde, ist, ich meine halt, es gab 6 Zahnräder. Ich weiß gar nicht, ob eine Anzahl bisher mal jemand genannt wurde, aber ich meine, es waren 6. Selfe, Vespre, Tobuz. Das ist ein Trio. Selfe und Vespre haben auf jeden Fall ein Zahnrad bewacht. Big Surprise, oh, das erzählt er sogar gerade. Big Surprise, Tobuz bewacht auch ein Zahnrad. Die anderen beiden, die Reptane allerdings sich geholt hat. Wir haben zumindest keine Wächter gesehen. Es wurde vom Spiel nie was angedeutet, also gehe ich wieder davon aus, dass die unbewacht sind. What the fuck, wenn diese Dinger so wichtig sind, wieso sind 3 bewacht und 3 nicht? Ist nicht so, dass es nicht genug Trios gibt. Es ist die 4. Gen, da haben wir 4 Trios. Weiß nicht, stell einfach Suicune vor ein Zahnrad. Passt bestimmt, funktioniert schon. Oder von mir aus doch die Golems. Gut. Jetzt kommen sie sogar irgendwie auf die Idee,
Ah, ich verstehe schon, ja. Jetzt kommen sie auf die Idee, dass wir die anderen Gebiete, die ja bereits durchsucht wurden, auch nochmal durchsuchen können, weil vielleicht gibt es da auch einfach eine Stelle, wo man in den Treibsand springen sollte. Ich meine, was soll schon schief gehen, ne? Und zufällig hat ja Bilica einen Kristall aus den Kristallhüllen mitgehen lassen. Deswegen versuchen wir doch mal unseren, wie hieß es, dimensionaler Schrei zu triggern. Der Name ist so dumm. Versuchen wir es mal. Mal schauen, was passiert. Berühren. Und es funktioniert sogar. Schau mal an, da ist Tobutz. Und natürlich Reptane. Okay. Das wirkt halt auch eigentlich wieder, finde ich, ein bisschen sehr plot-convenient, aber scheißegal. Damit wissen wir jetzt, dass tatsächlich in der Kristallhöhle noch ein weiteres Zahnrad versteckt ist, nämlich das von Tobutz. Heißt, wir sollten da mal hingehen. Finde ich eigentlich sogar ziemlich nice. Ja stimmt, wir wissen natürlich nicht, ob es eine Vision aus der Zukunft oder Vergangenheit ist. Weiß keiner. Was ich halt eigentlich recht interessant finde, ich muss überlegen, bis wann eigentlich? Ich glaube so ziemlich bis Zwirfins ankam, war es ja immer so, ja, hier hast du mal eine Story-Mission, dann wieder ab 2-3 Tage einfach nur random Aufträge machen, dann wieder eine Story-Mission, 2-3 Tage random Aufträge machen, oder zwischendurch halt auch mal Wachdienst. Und jetzt ist es halt so, dass die Story-Missionen so ein bisschen mehr Schlag auf Schlag kommen und halt nur, wenn man will, kann man noch zwischendurch random Aufträge machen. Finde ich eigentlich ziemlich gut, weil zum einen am Anfang ist es sowieso sinnvoll, ein bisschen zu farmen, sag ich mal, um sich halt einen gewissen Item-Vorrat anzulegen. Gerade so ein Scheiß wie Belebersamen. aber jetzt ist es halt gut, dass die Geschichte ein bisschen mehr Schwung bekommt. Wenn die jetzt immer wieder unterbrochen würde, von wegen, ja, wir müssen jetzt mal wieder 2 Tage warten, bis hier irgendwas passiert. Wäre halt scheiße. Gildenmeister, lass uns loslegen. Knödelöff? Der pennt. Kann ich verstehen. So viel Gerede, was man so schnell hätte zusammenfassen können. Und er denkt sich so, no, ich geh pennen. Dass er Knödelöff mit offenen Augen schläft, finde ich dann etwas seltsam. Aber wen interessiert's? Let's get going. Zur Kristallhöhle. Und wir brechen natürlich wieder alle auf, was bedeutet, wir werden alleine gehen. Ergibt vollkommen Sinn, nicht wahr? Bei dem Nebelsee genauso. Wunderbar. Gibt es noch mehr Zeug zu holen? Oh, Reviver Seed. Okay, ganz ehrlich, den nehme ich an, aber auch nur, weil es so ein richtig billiger Auftrag ist. Beach Cave 2. Und dafür kriege ich einen Reviver Seed. Gönn ich mir. Sonst irgendwas Interessantes? Serenity, Norden. Vielleicht im Apfelwald was Interessantes mal. Wow, ein Sternchenauftrag. Bedeutet so viel wie, dieser Auftrag wird dich töten. Viel Spaß ist zu versuchen. Und das könnte man natürlich auch versuchen. Obwohl Snorlax, Relaxo, weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ich denke mal so, wenn es ein Pflanzen-Pokémon ist, kein Ding, ich bin Gift-Pokémon, das schaffen wir schon. Und vor allem, weil Fugan und Feuer-Pokémon ist. Aber sonst bin ich da echt ein bisschen vorsichtig mit, weil ich weiß, diese Ganoven sind nicht leicht. Ich denke, ich werde es aber tatsächlich so machen, dass ich jetzt bald erstmal beende und all diese Jobs hier mache, also diese beiden Dungeons quasi einmal. So. Ich weiß übrigens nicht, welche Bosse das hier sind. Persian, das ist entweder, also ich weiß nicht, entweder ist es ein Psyana, was ich nicht glaube, oder ein Snobilikat, was ich eher vermute. Und Shiftry, weiß ich nicht, was das ist. Ist auch egal. Das war es nämlich jetzt erstmal für heute und ich gehe mal kurz die Aufträge machen und dann beim nächsten Mal geht's ab in die Kristallhöhle.
dahin. Ciao.